Ich habe jetzt erstmal die freudige Aufgabe, Steffen Wittig vorzustellen. Ich sage kurz ein paar Sachen zu seiner Person und leite das ganze Ding so ein bisschen ein. Steffen Wittig hat zurzeit eine Vertretungsprofessur für allgemeine Erziehungswissenschaft an der PH Freiburg. Und zuvor war er lange als Postdoc erst in Kassel bei Ralf Meyer und vorher als quasi Predoc in Halle bei Alfred Schäfer, wo du, glaube ich, auch unseren Kollegen Martin Weber-Schwanknebel kennengelernt Auf hast, jeden Fall. der ja leider nicht hier ist, weil er in Elternzeit ist. Aber so ist es. Forschungsschwerpunkte von Steffen Wittig umfassen historisch-systematische und pädagogisch-anthropologische Perspektiven auf Erziehungs- und Bildungstheorien, des Weiteren kulturelle Transformationen, Macht und Hegemonie, Theorien von Demokratie, Gleichheit und Teilhabe und Ludifizierung und Gamification. Und in diesem Kontext haben wir ihn ja auch ein bisschen hier eingeladen. Ich zähle jetzt erstmal nicht weiter irgendwelche exemplarisch weitere Veröffentlichungen von dir auf, möchte aber explizit deine Promotion erwähnen, die ich hier auch als Buch einmal kurz rumgebe, die nämlich in inhaltlich engem Zusammenhang mit dem steht, was du jetzt wahrscheinlich auch vorträgst und weswegen wir dich überhaupt auch als quasi Experten dazu eingeladen haben, einen Beitrag für den Band, um den wir ja hier seit 2 Semestern sprechen, beizusteuern. Nämlich zum Thema Spielen als Praktik des Erziehens. Die Promotion ist 2018 erschienen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Thema ist eben auch Ludifizierung, also das Phänomen, dass eigentlich nicht spielerische Aspekte irgendwie der Logik des Spiels zugeführt werden. Du erklärst bestimmt gleich genauer, was damit überhaupt gemeint ist und wie wir das verstehen können. Der Titel lautet Die Ludifizierung des sozialen Differenztheoretische Bruchstücke des Als-Ob und auch in dem Text, den wir ja auch zur Sitzung heute so ein bisschen vorbereiten, vielleicht ein bisschen zu spät, aber trotzdem vorbereitend rumgeschickt haben, tauchen Aspekte davon ja eben auch nochmal auf. Es geht also auch heute ums Thema Spielen, um den Zusammenhang von Spielen und Erziehung, beziehungsweise hoffentlich auch darum, wie Spielen als Praktik des Erziehens verstanden werden kann. Ich freue mich sehr auf den Vortrag. Danke, dass du gekommen bist. Und damit übergebe ich an Steffen Wittig. Genau, da, Dankeschön für die Vorstellung und wie gesagt, ich freue mich wirklich über die Einladung, um hier zu sein. Es ist auch nochmal zum Anfang ein wunderschönes Gefühl, etwas verloren zu haben und gleich wieder zu finden. Das sind die großartigen Teile des Lebens, aber ich will nicht lange drumherum reden, ich will einfach beginnen. Ich will mich an vielen Stellen auf das berufen, was ich bei euch schon als Beitrag eingereicht habe. Ja. Das, was als Praxis der Erziehung bezeichnet werden kann, stellt sich alles andere als unproblematisch dar. Bei oberflächlicher Betrachtung des Begriffs der Erziehung scheint das Verständnis davon, was Erziehung beinhaltet, noch weitgehend klar. Seit unzähligen Generationen versuchen Erwachsene in ihren Handlungen mit der Absicht einer Veränderung auf Verhaltensweisen, Fähigkeiten oder Einstellungen von Kindern mehr oder minder erfolgreich einzuwirken, so Bernfeld. Auf der Ebene eines Common Sense könnte man im Falle derartiger erzieherischer Prozesse von so etwas wie pädagogischem Handeln sprechen. Bei genauerer Betrachtung zeigen sich in den Termini der Erziehung und des pädagogischen Handelns jedoch spannungsreiche Unbestimmtheiten, vielstimmige Widersprüche und Konfliktlinien. So sind es nicht nur Fragen rund um die Möglichkeit der Identifizierung des Pädagogischen, sondern auch jene, nach dessen Legitimierbarkeit die Qualifikation der spezifischen Relation von Theorie und Praxis und so weiter und so fort. Angesichts dieser zahlreichen, hier nur anreißbaren Problematiken erzieherischer Praxis stellt sich jedoch die Frage, wie wird Erziehen dann überhaupt noch möglich? Marian Heidke wirft. Marian Heidke wirft in seinem die kantische Perspektive fokussierenden Ansatz über das Als-Ob die These auf, dass es gerade spezifische Als-Ob-Relationen sind, in denen die Möglichkeit für die Auflösung pädagogischer Problematiken in Bezug auf die Praxis entworfen werden. Zitat Heidke: Der Praktiker muss handeln, er muss lehren und erziehen, als ob er sich zumindest in diesem Augenblick gewiss wäre, dass das, was er da tut, pädagogisch zu verantworten wäre. Wenn auch mit der Möglichkeit, sich in diesem Wissen zu irren und sich korrigieren zu müssen. Dieses Als-Ob könnte zum einen, wie Schäfer betont, so aufgerufen werden, dass der Vollzug von Praxis im Modus einer freischwebenden Rhetorik gedacht wird. Der imaginäre Sinn der pädagogischen Wirklichkeit würde genutzt werden können,
um, Zitat, idealisierte Vorstellungen des pädagogischen Prozesses respektive das eigene Handeln auf spezifische Weise als pädagogisch zu legitimieren. Zum anderen bildet ein solcher Als-ob-Modus zugleich das zentrale Merkmal eines Phänomens, dem an einigen Stellen in der Geschichte der Pädagogik schon das Potenzial zugesprochen wurde, die theoretischen Problematiken erzieherischer Praxis zu umgehen bzw. zu suspendieren. Das des Spiels. Es scheint eine ästhetisch operative Gangart zu markieren, in der so getan wird, als ob pädagogisches Handeln nicht ungewiss wäre und als ob spezifische pädagogische Problematiken unproblematisch aus der Welt geräumt werden könnten. Im Spiel macht man eben und kontempliert nicht. Implizit folge ich damit Eugen Fink, der in seiner kritischen Auseinandersetzung mit Husserl die Differenzierung zwischen thematischen und operativen Begriffen einführt. Während thematische Begriffe in der Philosophie das explizite Ergebnis der Begriffsbildung sind, in der, Zitat, das Denken sein Gedachtes fixiert und verwahrt, es beispielsweise in den grundlegenden Konzepten und Terminologien großer Philosophien wieder auffindbar und interpretierbar werden lässt, sind operative Begriffe die unausgesprochenen, impliziten Denkmodelle im Schatten einer Philosophie. Thematische Begriffe enthalten die ganze Spannung des Verstehens, aber, Zitat, in der Bildung der thematischen Begriffe gebrauchen die schöpferischen Denker andere Begriffe und Denkmodelle. Sie operieren mit intellektuellen Schemata, die sie gar nicht zu einer gegenständlichen Fixierung bringen. Sie denken durch bestimmte Denkvorstellungen hindurch auf die für die thematischen Grundbegriffe hin. Fink betont, dass das philosophische Denken immer auch auf diesen unausgesprochenen operativen Begriffen basiert und so mit dem Rätselcharakter des Seinen als solchen auf spezifische Weise umgeht. Operative Begriffe machen die thematischen Begriffe sozusagen zu etwas Handhabbarem, indem sie einfach operieren. Ich will im Folgenden dieser Differenzierung zwischen thematischen und operativen Begriffen implizit folgen und die Vermutung aufstellen, dass an die Praxis des Spielens die pädagogische Hoffnung geknüpft wird, die sich artikulierenden Art heterogenen thematischen Problemfelder erzieherischer Praxis operativ aufzulösen.
Wenn das, was den Menschen ausmacht, erst durch Erziehung hervorgebracht werden soll, wie sollen dann diese anderen, deren Einigkeit nur unterstellt werden kann, wissen, wie diese Anlage zu entfalten ist, wenn man noch keinen Begriff von ihr hat und diese anderen potenziell auch von einem Mangel an Disziplin und Unterweisung durchzogen sind, so Kant? Welche Ziele werden dann im Prozess der Erziehung als verallgemeinerbar verfolgt? Divergieren diese nicht je nach individuellem Ansatz? Was hier passiert, und Kant macht das auf sehr reflektierte Art und Weise. Kant bestimmt diese offenen bleibenden Probleme partikular aus seiner Perspektive in der Unbestimmtheit des Geheimnisses, der Vollkommenheit der menschlichen Natur, die den möglichen zielführenden Grundgedanken eines Erziehungsprozesses, die Vervollkommnung der Menschheit, Sie kennen das auch, zu einem etwaigen und notwendigen zukunftsoffenen Prozess werden lässt. Trotz dieses intellektuellen Manövers Kants, der Bestimmung der Erziehung in ihre Unbestimmtheit, wird der Begriff der Erziehung an dieser Stelle doch eine systematische Untiefe nicht los. Diese Bestimmung von Erziehung taucht hier meines Erachtens in unterschiedlichen Spielarten als machtvolle Operation auf. Ich will nur zwei hier ganz kurz anreißen. Es wird einerseits Erziehung als Begriff bestimmt. Für unterschiedliche Perspektiven auf Erziehung wird dieses noch zu verwirklichende Entwicklungspotenzial jeweils unterschiedlich aufgerufen und bestimmt. Dabei zeigt sich ein Kaleidoskop an theoretischen Perspektiven, das vom Glauben an die natürliche Lerneignung der Kinder, wie bei Montessori, Waldorf, der Selbstkorrektur qua Erfahrung bei Dewey, über das Betonen der Ausbildung einer kritischen Selbstreflexion, bei Adorno zum Beispiel, bis hin zur Festlegung bestimmter Grundqualifikationen und Schlüsselkompetenzen reicht. Hierdurch wird Erziehungspraxis jeweils anders aufgerufen und systematisch begrenzt. Während eine Reformpädagogik, die das Kind als selbstbestimmten und gewillten Lerner betrachtet, wohl nicht auf die Durchsetzung spezifischer sozial festgelegter Kompetenzen zielt, sondern eher darauf, eine Praxis der Erziehung als eine Gestaltung der Lernumgebung und als Hilfestellung beim kindlichen Ausbau der eigenen Welt zu justieren, visiert eine kritische Pädagogik viel eher die reflektierte Auseinandersetzung und Infragestellung sozialer Zusammenhänge an. Dadurch, dass der Mensch nur Mensch werden könne durch Erziehung, sein Schicksal im Positiven wie im Negativen, aber auf bestimmte Weise in der Hand der Pädagogin liegt, artikuliert sich andererseits eine Verantwortung dafür, das Kind, Zitat Alfred Schäfer, von gesellschaftlicher Bevormundung und vom Diktat der eigenen Leidenschaften zu befreien. Hierfür bedurfte es der Macht über den erforschten und zu kontrollierenden Lern- und Entwicklungsprozess des Kindes. Die theoretisch begriffliche Bestimmung und praktische Begrenzung von Erziehung ist so mit der notwendigen Legitimation eben dieser verbunden. Pädagogische Theorien beschäftigen sich also immer auch mit der Frage, wie die in der Erziehung ausgeübte Macht gerechtfertigt werden kann, besonders im Hinblick auf das allgemein anerkannte Recht auf Selbstbestimmung. Sie können als Bemühung verstanden werden, festzulegen, wie weit die Machtausübung der Erziehenden gehen dürfen. Schäfer kommt an dieser Stelle zu dem Schluss, Macht ist konstitutiv für pädagogische Ansprüche, aber sie muss begrenzt und legitimiert werden. Ohne Legitimation würde Erziehung und deren Praxis in ihrer Grund- und Bodenlosigkeit in Erscheinung treten. Schärft man den Blick gegenüber den mitschwingenden theoretisch-begrifflichen Problematiken einer Praxis der Erziehung weiter, so zeigt sich eine zusätzliche Schwierigkeit. Und ich komme jetzt zum Punkt B. Das Sprechen über das, was das Pädagogische an der pädagogischen Praxis ausmacht, scheint problematisch. Für Benner artikuliert sich eine Praxis der Erziehung als Ambivalenz. Sie zeigt sich erstens als, Zitat, die Möglichkeit, tätig und handelnd, also willentlich, etwas hervorzubringen. Zweitens probiert sie aber auch, Zitat, eine vom Menschen erfahrene Not zu wenden. Ich will an zwei Perspektiven holzschnittartig umreißen, inwiefern eine solche Rede von einer Ambivalenz der Erziehungspraxis Problematisierung eröffnet. Zum einen betont Klaus Mollenhauer die grundsätzliche Interpretationsbedürftigkeit sozialer Interaktionen. Das Verhalten sozialer Akteure zu einem Gegenüber wird zum Effekt davon, wie Ego Alter erfährt, vice versa. In der Aktion
wird somit erst eine gemeinsame Situation als pädagogische hergestellt. Dergestalt kann in Bezug auf eine Praxis der Erziehung in Referenz auf Moyenhaus' Perspektive konstatiert werden, dass diese nicht per se existiert, sondern erst als und qua symbolisch vermittelter Kommunikation hergestellt wird. Zum anderen, und da will ich auf diesen Einsatz Moyenhaus nochmal kritisch eingehen, zum anderen versucht Alfred Schäfer anhand eines Beispiels die Problematiken dieser handlungstheoretischen Herstellung einer gemeinsamen Situation weiter auszudifferenzieren. Zitat: Wenn man sich beispielsweise eine junge Frau vorstellt, die mit einem wütend erscheinenden Gesichtsausdruck und aggressivem Unterton sagt, lass das, so wissen wir erst, warum sie das sagt, wenn wir wissen, zu wem sie das in welcher Situation sagt. Handelt es sich um eine Intervention einer Pädagogin gegenüber einer Handlung eines sich aggressiv verhaltenden Kindes? Welches Verhalten kann überhaupt als aggressiv interpretiert werden? Versucht dieses Lass das vielleicht nur einer paternalistischen Geste emanzipatorisch Einhalt zu gebieten? Ist ein solches Lass das affektiver Ausbruch gegenüber einer Schutzbefohlenen und wird womöglich nachträglich bereut, wenn erkannt wird, dass man sich in der Interpretation an der Situation geirrt hat und diese falsch eingeschätzt hat? Und so weiter. Sie könnten die Situation hier noch um x-faches ergänzen. Die Identifikation von Handlungen als pädagogisch, so Schäfer weiter, ist dergestalt dadurch bedingt, wie und in welchem Rahmen wir Situationen interpretieren. Diese Interpretationsbedürftigkeit justiert aber die Implikation der Macht, die bereits in der ersten Figur der terminologischen Unschärfe angerissen wurde. Noch einmal anders. Um dies zu zeigen, will ich die Position Schäfers kurz weiter ausführen. Eine Möglichkeit, ein solches Handeln als pädagogisch zu interpretieren, könnte beispielsweise darauf zielen, dass der Zögling grundsätzlich lernen soll, die Eigenrechte der anderen zu respektieren, da sonst ja ein verträgliches Zusammenleben nicht möglich ist. Das Kind soll also in der entsprechenden Situation nicht nur damit aufhören, das andere Kind zu bedrängen, es soll lernen, dass man das grundsätzlich nicht tut. In dieser Lesart könnte das Anvisieren einer grundsätzlichen charakterlichen Dispositionsveränderung darauf verweisen, dass es sich bei einer Handlung um eine pädagogische handelt. Schäfer bezweifelt aber, dass eine einzige Handlung selbst bei vorheriger Ermahnung und moralischer Belehrung sofort dazu führt, dass sich eine charakterliche Disposition im Respektieren anderer Menschen ausbildet. Vielmehr stellt die konkrete Situation den Moment eines langfristigen Prozesses dar, der durch eine pädagogische Zielvorstellung zur Einheit gebracht wird. Verschiedene Ermahnungen, vielleicht auch Bestrafungen oder Belobigungen zu unterschiedlichen Zeiten, werden als Momente einer Bemühung erkennbar, die darauf zielt, beim Kind die charakterliche Disposition, Respekt vor anderen Menschen hervorzubringen. Nicht nur, dass sich an dieser Stelle die Frage eröffnet, um welche Dispositionsveränderung es sich eigentlich handelt. Die des Charakters, wie bei Herbert, oder die der psychischen Disposition, wie bei Brezinka, so ergeben sich noch weitere Probleme. Ist es dann nicht auch möglich, unterschiedliche, vollkommen arbiträre Handlungen vor dem Hintergrund miteinander zu verbinden, dass sie sich alle in einem Prozess einordnen, der an einem Zögling arbeitet? Neben der Ermahnung kann vielleicht auch das Lob eines anderen Kindes oder die Nichtbeachtung des fokussierten Kindes stehen. Zudem muss man einräumen, dass dieser Prozess wahrscheinlich kein kontinuierlicher, sondern ein ständig unterbrochener ist. Die Situation möglicher Intervention variieren und müssen interpretiert werden. Es gibt nicht immer Anlass, an einem ausgemachten Ziel zu arbeiten, etc. Es stellt sich da schon die Frage, so Schäfer, was den Prozess der Erziehung zu einem Prozess macht, wenn nur ab und zu etwas geschieht, was ihm zugerechnet werden kann. Eine prominente Antwort auf diese Problematik liefert Brezinker. Dieser fasst Erziehung als Konglomerat von Handlungen, durch die Menschen versuchen, das Gefüge der psychischen Disposition anderer Menschen in irgendeiner Hinsicht dauerhaft zu verbessern oder seine als wertvoll beurteilten Komponenten zu erhalten oder die Entstehung von Dispositionen, die als schlecht bewertet werden, zu verhüten. Diese Definition kennen Sie. Für ihn
kann die Heterogenität verschiedenartiger Handlungen als Erziehen bezeichnet werden, sofern sie durch die Absicht bestimmt sind, das Gefüge der psychischen Disposition anderer Menschen in irgendeiner Hinsicht dauerhaft zu verbessern. Schäfer bringt gegen diese für Brezinger so zentralen Punkte der Absicht kritisch an. Einerseits ist dieser Gedanke der Absicht verführerisch. Die Absicht, hin zu einem Respekt vor anderen Menschen zu erziehen, könnte den Prozess dergestalt vereinheitlichen, indem sie immer dann aktiviert wird, wenn die Pädagogin eine Situation wahrnimmt, die subjektiv in diesem Zusammenhang relevant erscheint. Andererseits aber wird jene Absicht durch heterogene Problematiken in Frage stellbar. Jedwede Situation ist anders und muss wiederum interpretiert werden. Handelt es sich um eine für die Absicht relevante Situation? Hat man immer genügend Zeit, um auf eine Situation und deren mögliche Relevanz in Bezug auf die verfolgte Absicht zu reflektieren? Bestehen nicht auch mehrere, vielleicht sogar konkurrierende oder sich widersprechende Ziele und Absichten in einem Prozess? Artikulieren sich dann nicht solche Absichten nur in einer nachträglichen Reflexion, wenn die Situation schon abgeschlossen ist und während dergestalt in das Projekt einer Erziehung zum Respekt vor anderen Menschen eingeordnet? Schäfer durchdenkt noch ein letztes Argument. Man könnte eine Praxis der Erziehung von ihrem Effekt her betrachten. Vielleicht lässt sich ja der Prozess der Erziehung daran festmachen, dass man zeigen kann, dass diese Disposition langsam, aber sicher und zunehmend ausgeprägter beim Kind entsteht. Aber auch hier erhebt Schäfer Einwände. Woher kann man denn beispielsweise wissen, dass eine Dispositionsveränderung auf die Intervention innerhalb eines pädagogischen Prozesses zurückzuführen sind? Vielleicht sind die Gründe für diese auch einem ganz anderen Einfluss, beispielsweise dem Austausch des Edukandos mit den Eltern oder einem Freund, geschuldet. Wann sind eigentlich die Kriterien für das Ziel Respekt vor anderen Menschen erfüllt? Ist nicht die Festlegung solcher Ziele wiederum von Momenten subjektiver Interpretation abhängig? Was, wenn nur sozial erwünscht gehandelt wird, weil der Edukandus irgendwann bemerkt hat, wie er sich verhalten muss, sodass die Pädagogin ihn, sie endlich in Ruhe lässt? Entschuldigung, ich muss mal kurz schnauzen. Das kann man ja bestimmt rausschneiden, oder? Muss man aber auch nicht. Es wirkt nur lebensecht. Das, was sich hier vor dem Hintergrund der theoretisch-begrifflichen Frage zeigt, wie eine Handlung als pädagogisch qualifiziert werden kann, ist einerseits das Unterstreichen der Interpretationsbedürftigkeit einer sozialen Situation. Nur in einer gemeinsamen Interaktion kann eine Situation als pädagogisch interpretiert werden. Eine solche erfolgt vor dem Hintergrund eines kulturellen Reservoirs an Interpretationsmöglichkeiten. Schäfer problematisiert vier dieser sich im erziehungswissenschaftlichen Diskurs durchgesetzten Interpretationsfolien, wie ich eben gezeigt hatte: Regel, Prozess, Absicht und Wirkung. Und verweist gleichsam darauf, wie sie sich bestimmte Perspektiven auf spezifische Bestimmungen einer erzieherischen Praxis durchsetzen. Zum einen erkämpfen sich partikulare Positionen rhetorisch ihren Platz gegenüber anderen. Hier wird der imaginäre Sinn einer behaupteten pädagogischen Wirklichkeit genutzt, um idealisierte Vorstellungen des pädagogischen Prozesses zur Begründung oder Rechtfertigung eigenen Handelns einzusetzen. Zum anderen erscheinen solche Durchsetzungsprozesse zugleich im Modus einer Selbst- und Fremdverpflichtung auf das Unmögliche. Hier geht es um hohe Ansprüche an sich selbst wie an andere, um Selbst- und auch Fremdverpflichtungen trotz aller erdenklicher Widrigkeiten an der Möglichkeit pädagogischer Einflüsse festzuhalten. Also entweder es wird eine Form der rhetorischen Praxis, die man hier einführt und sich inszeniert, oder man glaubt wirklich an die Ziele, die man glaubt an die Wirklichkeit seiner Intentionen, man glaubt an die Wirklichkeit von Prozessen dergleichen und so fort. Also diese beiden Wege macht Schäfer auf. In Bezug auf die vorangegangene problematisierende theoretisch-begriffliche Diskussion pädagogischer Praxis hat sich bisher Folgendes gezeigt. Vor dem Hintergrund einer diskurstheoretischen Perspektive kann gesagt werden, dass diese
als Effekt einer diskursiven Erzeugung von Sinn, Bedeutung und Identität durch das Handelnde in Beziehung setzen spezifischer Elemente mittels Differenzierung aufgerufen werden kann. So könnte bisher gezeigt werden, der Referenzgegenstand einer Praxis der Erziehung bleibt terminologisch leer und problematisch. Er ist Effekt einer machtvollen Bestimmung, die man, wenn man darüber hinausgehen würde, mit Laclau und Mouffe beispielsweise als Artikulation bezeichnen würde. Das mache ich jetzt an der Stelle nicht, da fehlt mir die Zeit zu. So beispielsweise in einem spezifischen Bild vom Kind, beispielsweise der willigen, kompetenten Lernerin, dem unschuldigen Kind Rousseaus, der Majestät des Kindes bei Ellen Key und so weiter. Das Pädagogische der pädagogischen Praxis, so wurde mit Schäfer unterstrichen, und man könnte so schlussfolgern, kann auch nicht durch die Referenz auf Regel, Prozess, Absicht oder Wirkung bestimmt werden. Wenn es also keine Möglichkeit gibt, eine Praxis der Erziehung mit universeller Geltung zu bezeichnen, wenn es also keinen Ort der definitiven Selbstrepräsentation des Pädagogischen in Bezug auf die Praxis der Erziehung geben kann, dann, so Schäfer, können Versuche, die theoretisch nicht bestimmbare Praxis der Erziehung zu bestimmen, Zitat, nur partikulare Bemühungen darstellen, das Pädagogische der erzieherischen Praxis als universelle Einheit zu repräsentieren. Hierdurch wird pädagogische Praxis entweder eine Form der Rhetorik, wir wissen um die Problematik pädagogischer Praxis, tun aber so, als ob diese behebbar wären, oder wir glauben wirklich an die Wirklichkeit der von uns in Anschlag genommenen machtvollen Bestimmungen. Vielleicht tun wir auch beides. Wir wissen um die Unmöglichkeit pädagogischer Praxis und glauben gerade hierdurch an die Möglichkeit unseres Handelns. In Bezug auf die eingangs angedeutete phänomenologische Perspektive Finks, mit der ich gestartet bin, lässt sich dies vermuten. Auf thematisch-begrifflicher Ebene zerfällt ein allgemeines theoretisches Sprechen über Erziehung in heterogene Spannungsfelder des Verstehens. Operativ gelingt es aber, diese problematischen Spannungsfelder einer Praxis der Erziehung aufzuheben, indem Denkmodelle und Denkvorstellungen verwendet werden, ohne sie zu einer gegenständlichen Fixierung zu bringen. Ich will dies an der Praxis des Spielens zeigen, mit der diese Gleichzeitigkeit von Wissen und Glauben operativ handhabbar zu werden scheint. Und ich komme dann zum zweiten Hauptkapitel, dem des Spiels. Diese soeben angerissene Überlegung im Spiel seien pädagogische Problematiken, wie beispielsweise jene der Macht, operativ suspendiert, ist nicht neu. Dieser Gedanke findet sich unter anderem mit systematischer Relevanz für den pädagogischen Diskurs in Friedrich Schillers Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen. Im berühmt gewordenen Satz, denn der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Ich will das hier nicht näher ausführen in seiner Kontextualisierung, dazu fehlt dir die Zeit. Ich will aber im Folgenden unter anderem Referenz auf den dort formulierten Kerngedanken eingehen. Im schönen Schein der Praxis des Spielens, so könnte man mit Schäfer-Thomson in Bezug auf Schiller interpretieren, Schiller die Einheit des Differenten. Ich will nun nachfolgend fragen, wie sich A. eine Praxis des Spielens umreißen lässt und wie es B. diese operativ schafft, mit einigen der zuvor geschilderten vielstimmigen, machtförmigen Spannungsfelder und Problemfelder sozialer Zusammenhänge umzugehen. Kommen wir zum ersten Punkt A. Spielen und als ob. Der Versuch, eine Praxis des Spielens zu konturieren, steht vor einem epistemologischen Problem. Man muss ein Phänomen rationalisieren, deren Erscheinungsform alles andere als rational ist. Folgt man beispielsweise Fink, so wird deutlich, dass das Spiel in der, Zitat, Zudringlichkeit des rationalen Zugriffs in die Vieldeutigkeit der Masken entflieht. Wittgenstein formuliert dies noch einmal anders. Spiele sperren sich gegenüber einem rationalisierenden Zugriff. Man könne sie nur anschauen und sie handelnd vollziehen, ohne sie aber theoretisch verstehen zu können. Versucht man sich in einer solchen beschreibenden Anschauung der praktischen Involviertheit der Spielenden zu nähern, so fällt die Unzugänglichkeit des Spiels ins Auge, was gut am Beispiel einer Partie Monopoly gesehen werden kann. So zeigt sich,
dass aus der Perspektive eines Unbeteiligten betrachtet, also wenn man sich jetzt vorstellt, man guckt auf das Spiel drauf, während Leute spielen, das Szenario eines Spiels seltsam anmutet. Personen versammeln sich um ein Stück Pappe herum, werfen Würfel, schieben Figuren umher, tauschen beschriftetes Papier aus und geraten aufgrund all dieser Handlungen teils in ekstatische Zustände. Also Sie kennen vielleicht auch YouTube-Clips, wo Menschen total ausrasten beim FIFA-Zocken und dann mit dem Controller den Fernseher einwerfen. Das sind nur Extrembeispiele. Aber das kennt man auch vom Brettspielen. Aus einer rationalen Außenperspektive scheint dies alles wenig Sinn zu ergeben. Erst aus einer Perspektive und Position der Spielbeteiligung scheint sich die Sinnhaftigkeit dieser Ordnung des Spielraums zu konstituieren. Das Spiel ist zwar, wie Heusinger am Homo Ludens betont, ein Superabundans, etwas Überflüssiges, jedoch ist innerhalb der Immanenz des Spielraums ein immaterielles Element anwesend, dessen Präsenz in der Ordnung die Konstitution eben dieser ermöglicht. An anderer Stelle erläutert Heusinger bezogen auf die Form des Spiels jene Immaterialität näher, indem er betont, dass das Spiel eine freie Handlung darstellt, die als nicht so gemeint und außerhalb des gewöhnlichen Lebens stehend empfunden wird und trotzdem die Spieler völlig in Beschlag nehmen kann. Entscheidend wird hier jener Charakter der freien Handlung. Sie erscheint als nicht so gemeint, das heißt, sie tut nur so, als ob sie eine bestimmte Sache tun würde. Dieses als ob stellt ein konstitutives Moment des immanenten Ordnungs- und Handlungsraums des Spiels dar. Wieder auf das Monopoly-Spiel bezogen. Das Monopoly-Spiel macht aus der Perspektive der SpielerInnen nur Sinn, da von diesen wechselseitig so getan wird, als ob es hier darum ginge, Immobilien zu erwerben, um seine Konkurrenten durch Mietzahlungen in den Ruin zu treiben. Also es geht darum, also falls sich jemand was anderes vorgemacht hat, darum geht's. Das sollte auch gezeigt werden im Monopoly-Spielen. Auch die übrigen Formalia eines Spiels, wie die Konstitution eines spezifischen Spielraums als einer konkreten Sphäre mit einer konkreten Zeit, die Existenz von Regeln, die Bildung einer Gemeinschaft der Spielenden, die Möglichkeit der Freiheit der Handlung jenseits eines Ernstes des gewöhnlichen Lebens oder die Spezifität der Spielgegenstände existieren in einem solchen Als-ob-Modus. Nimmt man sich die Spielgegenstände, das Spielzeug, heraus, so wird dieser Punkt besonders deutlich. Beim Geld im Monopoly handelt es sich aus einer ernsten Perspektive, jenseits des Spiels heraus betrachtet, um wertloses Papier. Innerhalb der Spielsphäre wird aus diesem wertlosen Papier im Handeln der SpielerInnen allerdings etwas Wertvolles. Der Spielraum wird zu einer Sphäre der Fetischisierung dieses Papiers, das heißt, ein Gegenstand wie das Papier wird mit einer Bedeutung innerhalb dieses Raumes versehen, die im Modus des Als-ob unterstellt wird, an die aber innerhalb des Spieles geglaubt werden muss, um die Sphäre des Spiels aufrechtzuerhalten. In der Soziologie wurde das auch untersucht. Also Sie kennen diese Figur nicht von Marx, nicht nur von Marx, kürzlich auch in Bezug auf das Glauben, den Glauben an das Geld von Nadine Frey, eine wunderbaren Dissertation. Das Als-ob des Spiels ist damit nichts, was ausschließlich wirklich wäre. Es ist zugleich als Unwirklichkeit wirklich. Beim Phänomen des Spiels handelt es sich dergestalt um eine wirkliche Unwirklichkeit. Das heißt, obwohl die Phänomene, die in ihm verhandelt werden, aus einer Perspektive außerhalb des Spiels nicht wirklich sein müssen, bringen sie sich im Handeln der SpielerInnen innerhalb des Spiels als wirklich hervor, wie Fink betont. Dies beinhaltet jedoch nicht, dass spielimmanent unproblematisch von einer Wirklichkeit gesprochen werden kann. Die Spielenden wissen an so gut wie allen Stellen des Spiels darum, dass die Sphäre des Spiels nicht wirklich ist. Sie wissen um den Unernst des ernsthaften Spiels. Aber dennoch zeichnet sich das Spiel gerade dadurch aus, dass die Nicht-Ernsthaftigkeit des Spiels wirklicher als die Wirklichkeit ist, wie Wolf und Gebauer geschrieben haben. Und in diesem Ernstnehmen des Als-ob gerade jene Operation liegt, so meine These, in der das gewöhnliche Leben stillgelegt wird. Wie lässt sich diese Operation jetzt aber genauer beschreiben? Hierzu will ich auf die Perspektive Finks und Heusingers nochmal detaillierter zurückgreifen, um das zu illustrieren.
Ich werde jetzt erst das Fink ausführen, um dann zu Heusinger zu kommen. Erstens ist es Eugen Fink, der phänomenologisch verdeutlicht, wie sich Subjekte in eine wirkliche Unwirklichkeit verstricken. Es ist gerade die symbolische Beziehung, die zwischen der imaginären Sphäre des Spiels und dem Ernst des gewöhnlichen Lebens artikuliert wird. Dies ist allerdings kein Verhältnis der Abbildung einer Welt jenseits des Spiels im Imaginären des Spiels. Das Spiel ist für Fink vielmehr ein Symbol dieser Welt. Das heißt, es repräsentiert nicht die Welt im Imaginären des Spiels, vielmehr verweist es als, Zitat, Bruchstück, das zur Ergänzung bestimmt ist auf eine Ganzheit dieser Welt, die nur in diesem imaginären Verweis existiert. Das als Ob des Spiels verspricht eine ungebrochene Ganzheit dieser Welt, jenseits jeglicher Komplexität, auf die das Subjekt dennoch einwirken kann. Dies konstituiert für Fink seine Bindungskraft. Der Phänomenologe entwickelt dieses Argument über das Starkmachen der Bildhaftigkeit des Spiels und setzt so an einer Entkräftung der platonischen Abwertung des Spiels an. In der Bildhaftigkeit desgleichen liegt, so Fink, eine, Zitat, gefährliche Zweideutigkeit, Zitat Ende. Das Spiel zeigt an und verweist als Nachahmung auf ein selbst nachgeahmtes Sein. So zumindest die platonische Kritik des Spiels. Zugleich verstellt ist das Sein. Es ist Spiegelbild des Seins und gleichsam bildet das Spiegelbild nicht das ab, was vor dem Spiegel anwesend ist. So verweist beispielsweise, wenn man sich ein Beispiel hier ausdenkt, so verweist beispielsweise ein Bild von jemandem an der Wand meines Büros auf denjenigen, diejenige, die der dort abgebildet ist, ganz egal, ob sie oder er anwesend ist, sich gerade auf Forschungsreise in der Arktis befindet, verstorben ist oder jemals existiert hat. Selbst wenn ich mir dieses Bild nur von einer künstlichen Intelligenz habe generieren lassen, verweist es doch auf etwas, das in seiner Abwesenheit anwesend ist. Das Dargestellte scheint auf der Ebene des Bildes erst das hervorzubringen, was sich dort als Referenz auf etwas zeigt. So formuliert Fink in Bezug auf die Strukturverwandtschaft von Bild und Spiel und die Frage danach, inwiefern und inwieweit das Spiel auf den Ernst des Lebens referiert, dass im Spiel nicht im Fokus steht, wovon es Abbild ist, sondern eher die Abbildlichkeit des als Scheinhaftes erscheinen lassen, in der sich ein Sinn konstituiert. Entschuldigung. Diese Sinnkonstitution im schönen Schein des Spiels hat für Fink etwas Magisches. Das Spiel bildet nicht das Leben ab, es wirkt auf dieses ein, indem beispielsweise im Spiel eine fiktive Spielwelt imaginiert wird. Aus dem Nichts entsteht etwas, das keineswegs geringerwertig als der Ernst des Lebens erscheint. Vielmehr konstituiert sich mit einer wirklichen Unwirklichkeit ein Modus, in dem in den Ernst des Lebens etwas Seinsstärkeres, Mächtigeres in die gewöhnliche Lebenssphäre hineinsteht. Dieses auch schon bei Heusinger anwesende Etwas umreißt Fink nun als Bruchstück und ruft damit eine, Zitat, aus dem einen allumfassenden Sein abgesplitterte endliche Einzelheit auf. Jedes endliche Ding kann so zu einem Fragment werden, das durch die Präsenz auf eine abwesende Ganzheit verweist, ohne aber letztgültig darüber Aussage zu treffen, worin diese Ganzheit überhaupt bestünde. Findet man ein Bruchstück, Schrägstrich Fragment, wie eine Scherbe auf der Straße, so verweist diese auf eine nun abwesende Ganzheit, eine Flasche, einen Teller, ein Kunstwerk. Selbst wenn man vermutet, dass diese Scherbe zu einem Teller gehören könnte, so besteht die sich daran errichtende Ganzheit lediglich in der Transzendierung des phänomenal Erscheinenden. Das in Erscheinung tretende Bruchstück wird im Modus eines als ob zu einer Ganzheit ergänzt, die aber letztlich nur im Modus einer anwesenden Abwesenheit zu bestehen scheint. Oder anders formuliert, eben weil keine letzte Aussage über die Ganzheit getroffen werden kann, kann im Spiel eben jenes endliche Ding und die damit zusammenhängende Welt alles sein. So ist es für Fink das Spiel, das wie alles Seiende das Walten der Welt verstanden als Ergänzung von Bruchstücken zu Ganzheiten im Modus des als ob symbolisch zeigt. Ich komme nun zum zweiten Punkt zu Fink, der ist auch auf dieser Folie zu sehen, muss aber kurz was trinken.
Zweitens ist es aber nicht nur die Welt, die im Spiel alles sein kann und dieses deswegen als Handlungsraum auszeichnet. Es ist auch die spezifische subjektive Haltung der SpielerInnen zum Spiel, aus der heraus gehandelt wird. Heusinger beschreibt mit dem heiligen Ernst des Spiels, wie sich Subjekte wider besseren Willens an eine Form des Als-Ob binden. So ist das Als-Ob des Spiels dazu in der Lage, eine spezifische Haltung, so schreibt das Heusinger an der Stelle, der Spielenden zum Spiel hervorzurufen. Die Spielerinnen sind im Spiel in eine andere Welt versetzt. Heusinger stellt durch diesen heiligen Ernst, so nennt er das, dar, wie im Spiel die Grenze zwischen dem Ernst des gewöhnlichen Lebens und dem Unernst des Spielens suspendiert wird und ins Vexieren gerät. Das Spiel ist für die Spielenden tief ernst. Ohne die Möglichkeit einer reflexiven Distanzierung zum Als-Ob verstrickt sich der Spieler im Spiel, indem der Ernst des eigentlichen Lebens im Spiel für ihn suspendiert scheint. Zentral für eine solche irreflexive Verstrickung in ein Als-Ob scheint dabei aber, dass der Spieler, wie bereits angedeutet, darum weiß, dass es sich bei jenem Bereich des Unernstes des Spiels um ein Als-Ob handelt. Im Wissen um dieses Als-Ob nimmt der Spieler eben dieses bedingungslos ernst, ohne es aber als bloße Unwirklichkeit abtun zu können. Dieses doppelte Verhältnis des Subjekts, welches zugleich distanziert und distanzlos zum Spiel steht, scheint entscheidend. Das Fieber des Spiels, so hat das Bataille mal ausgedrückt, ergreift gerade durch das Wissen nur zu spielen vom Spielerbesitz. Dies kann mit Robert Pfarrlor vertieft werden. Müsste auf der Folie kommen, genau. Das Wissen um das Als-Ob des Spiels versetzt den Spieler zwar einerseits über eine rationale Außenperspektive auf das Spiel zwischen Ernst und Unernst zu unterscheiden. Andererseits aber ist der Spieler im Wissen um dieses Als-Ob gleichsam Teil des Spiels und kann von hier aus nicht beurteilen, ob dieses Als-Ob auch für den anderen handelt es sich hier auch um eventuelle Mitspieler, Zuschauer oder sich selbst als Zuschauer ernst sein könnte. Was der Spieler im Spiel hervorbringt, ist ein unbestimmt bleibender anderer, der als jemand unterstellt wird, der für den das Als-Ob des Spiels zumindest potenziell immer ernst sein könnte. Über diesen unterstellten anderen bringt sich das Als-Ob des Spiels durchschauende Subjekt erst als Spielerin hervor, da erst in den Augen eines solchen unterstellten anderen die Spielerin sich selbst als jemanden wahrnimmt, die über den Blick des anderen als jemand wahrgenommen wird, dessen Handeln genossen werden kann. Das ist eine ziemlich komplizierte Formulierung an der Stelle, aber in der Unterstellung eines anderen sehe ich mich als jemanden, dessen Handeln im Spiel genossen werden kann. Das ist eine paradoxe Figur an der Stelle. Seine produktive Bannkraft entfaltet das Spiel danach erst vor dem Hintergrund eines stets anwesenden, aber unterstellten anderen, der den Spieler im Spielen in eine Illusion verstrickt, die er selbst ins Leben ruft. Heusinger spricht da vom wissentlichen Bezaubertsein vom Spiel. Also man erzeugt den Zauber, obwohl man darum weiß, es ist alles nur ein Als-Ob ist, indem man sich letztendlich dann verstrickt. Pfaller erläutert dies näher. Gerade durch ein besseres Wissen wird eine solche Unwirklichkeit des Als-Ob als Wirklichkeit hervorgebracht. Das Wissen um die Unwirklichkeit eines Als-Ob weist man zwar als Nichtwirklichkeit aus. Diese Unwirklichkeit scheint aber gleichsam einen möglichen Wirklichkeitsanspruch darzustellen. Darauf verweist Pfaller mit der Figur der Interpassivität. Wirklichkeit wird als Unwirklichkeit, weil sie auf eine, Zitat, virtuelle, nicht auf eine tatsächlich anwesende Öffentlichkeit bezogen wird, erst wirklich. Im Akt des Spielens selbst wird jener Glaube, an den die Spielende glaubt, als etwas hervorgebracht, das im Akt selbst nur einem Dritten unterstellt wird, ohne dass dieser wirklich daran glauben müsste. Es ist der, Zitat Bergrande in der Interpretation Pfallers an der Stelle, es ist der Glaube an das Glauben des anderen.
Der Glaube daran, dass jemand diese Wirklichkeit ernst nehmen könnte, der den Spieler an das als ob des Spiels glauben lässt. Es ist jenes Moment, in dem das spielende Subjekt das Spiel als etwas durchschaut, an das andere bedingungslos glauben können, in welchem es sich schlussendlich irreflexiv in das Spiel verstrickt, weil keine Unterscheidung mehr zwischen Unwirklichkeit, möglicher Wirklichkeit und eigentlicher Wirklichkeit getroffen werden kann. Damit ist der Spieler kein vom Spiel Getäuschter, sondern wird nur und gerade dann von der Illusion des Spiels gepackt, wenn er die Illusion des Spiels durchblickt. Genau mit diesem Ereignis des Durchblickens wird der hier zentrale Blick eines unterstellten anderen auf den die Spielerin hervorgebracht. Die Spielerin wird sich im Blick des unterstellten anderen als jemand ansichtig, dessen Spiel einen unterstellten anderen in den Blick ziehen könnte. Das berühmte Žižek-Zitat habe ich hier in die PowerPoint gepackt. Žižek bündelt diese Figur der Interpassivität am Beispiel des Basketballspielers, der sein Spiel in einem Jungen im Rollstuhl gewidmet hat, dem er unterstellt, er würde jedes seiner Spiele vor dem Fernseher verfolgen. Zitat: Ich kann nur insofern aktiv sein, als mich mit einem anderen unbeteiligten Blick, für den ich auf dem Platz stehe, identifiziere. Das heißt, nur insofern, als ich die passive Erfahrung des Fasziniertseins von meinem Tun auf einen anderen übertrage, insofern, als ich mir vorstelle, diesem anderen zu erscheinen, der meine Handlung im symbolischen Netzwerk registriert. Das zentrale Moment dieser Interpassivität liegt in der Verdoppelung des Blicks, das Entlarven der Illusion des Spiels, jenes Moment, in welchem der Spieler den Eindruck hat zu wissen, womit er es zu tun hat und wer alles von der ausgemachten Illusion getäuscht wird, lässt ihn einen anderen unterstellen, in dessen imaginierten Blick er sich als etwas hervorbringt, was in seinem Tun diesen konkreten anderen faszinieren könnte. Die Illusion desavouierende Spielerin bringt einen virtuellen Beobachter hervor, der als ob des Spiels Getäuschter artikuliert wird. Der Spieler bindet sich damit durch sein Verhalten zu diesem unterstellten, hinters Licht geführten anderen an das als ob des Spiels, weil er sich im Lichte des unterstellten Blickes dieses getäuschten anderen als jemand sieht, der diese Täuschung durchschaut. Ich komme nun zum Abschluss und zum letzten Kapitel, Erziehen und Interpassivität. Wie lange brauchst du ungefähr noch? 5 Minuten, also Maximum. Ich frage nur, damit wir noch ein bisschen Zeit zu diskutieren. Ich will abschließend vor dem Hintergrund meiner Erkundung zur Handlungssphäre des Spiels zum Rahmen der Problematisierung der Praxis der Erziehung zurückkehren. Im Fokus stand die These, dass die Problematiken, die in der thematisch-begrifflichen Thematisierung erzieherischer Praxis aufgeworfen wurden, in und mit der Handlungssphäre des Spiels operativ unterbrochen werden. Um es einfach zu halten, ich habe lediglich 2 Sachverhalte aufgezeigt. Einerseits wurde erzieherische Praxis diskurstheoretisch als terminologisch machtförmiges Spannungs- und Problemfeld skizziert. So ist erstens der Begriff der Erziehung nur höchst problematisch zu bestimmen. Zweitens zerfasert das Phänomen des Pädagogischen der Praxis in einer kritischen Betrachtung in Spannungsfelder der notwendigen subjektiven Interpretationsbedürftigkeit und schwierig auslösbarer Fragen der Regelhaftigkeit, Prozessualität, Legitimität und Wirkung von Erziehung. Eine Praxis der Erziehung wird so zu einem umstrittenen Feld von Auseinandersetzung darum, was Erziehungspraxis eigentlich sein könnte. Zugleich ist dieses Konfliktfeld mit der erzieherischen Praxis zugleich ist dieses Konfliktfeld mit der Unmöglichkeit der Aufhebung jenes Konfliktes konfrontiert, weil erzieherische Praxis sich nicht als universelle Einheit repräsentieren kann. Gefragt wurde deswegen, ob wir nicht gleichermaßen um die Unmöglichkeit erzieherischer Praxis wissen und dennoch an die Möglichkeit unseres Handelns als pädagogischen glauben. Andererseits wurde gefragt, wie es die spezifische Handlungssphäre des Spiels schafft, die Machtförmigkeit des Ernstes des gewöhnlichen Lebens operativ zu unterbrechen. Dabei wurde zum einen herausgearbeitet, dass spielerisches Handeln
ständig zwischen einem Ernstnehmen dessen, was man tut, und einem Wissen darum, dass man nur spielt, vexiert. Zum anderen markiert aber das Wissen um das als ob des Spiels auf Seiten der Spielerin weniger eine Distanzierung als vielmehr eine Verstrickung in das als ob des Spiels. Hier wurde die Position entwickelt, dass es das Spiel einerseits schafft, die Machtsphäre des Ernstes, des gewöhnlichen Lebens zu suspendieren. Andererseits wird dies nur möglich durch den handelnden Bezug zur spielerischen Sphäre. Das Spiel schafft es nur, und dies wurde vorangegangen gezeigt, die Fissuren der Spannungsfelder des thematisch begrifflichen Operativ zu suspendieren, indem es einen Glauben an sein Als-Ob bei der Spielerin hervorbringt, sei dieser nun symbolisch ergänzend oder interpassiv gedacht. Zu fragen ist allerdings, und damit würde ich das Ganze abschließen, zu fragen ist allerdings, ob sich in dieser Weise das Spiel aufzurufen nicht auch eine andere Perspektive auf eine Praxis der Erziehung eröffnen lässt. Konkreter zeigen sich nicht gerade durch jene Denkvorstellungen, die operativ vom Spiel durchlaufen werden und die es ermöglichen, die Problematizität einer Praxis der Erziehung zu unterbrechen, andere Perspektiven. Diese Anschlussfragen müssen allerdings anderswo verhandelt werden. Dankeschön. Vielen Dank.